Ja, Leute, willkommen zu einer neuen Folge The Hunter Call of the Wild. Wir sind nochmal auf Schwarzwedelhirschjagd. Wir wollen jetzt nochmal ein größeres Tier schießen und dann wollte ich euch nochmal ein paar Unterschiede noch zeigen zu diesem True Hunt Score, zu dem True Rex System. You know, I spotted some tracks earlier, close to where you're at right now. I'll send the coordinates. Wir haben auf jeden Fall hier nochmal ein Männchen, hat gerade noch gecallt. Wir haben jetzt auch gerade nochmal geantwortet. Der ist da oben den Berg hoch. Gucken wir jetzt einfach mal, ob wir den noch erwischen hier. Ein Weibchen habe ich hier schon gesehen. Und das Männchen ist auf jeden Fall nicht so weit weg. Ich habe jetzt die Waffe auch nochmal geändert. Ich habe jetzt die 243 jetzt mitgenommen für die Schwarzwedelhirsche. Damit sollten wir den Ethikbonus auf jeden Fall bekommen. So, jetzt müssen wir gleich mal hier mit dem Fernglas gucken, ob wir die hier irgendwo sehen. Die waren auf jeden Fall da oben. War es gerade nicht zu sehen. Wir müssen auf jeden Fall jetzt hier wahrscheinlich den Berg hoch. Dann werden wir auch wahrscheinlich gleich die ersten Spuren finden. Hier vorne sind schon Spuren. Fall war da ein Männchen. Genau, da vorne ist die Spur von dem Männchen. Da gehen wir jetzt gleich mal gucken. Dann sollte der irgendwo hinter dem Hügel hier sein. Ich dachte, hier war einmal ein Männchen und einmal ein Weibchen. Dann denke ich mal hier links hoch. Und dann gucken wir, ob wir jetzt vielleicht mal ein Männchen sehen, was ein bisschen größeres Geweih hat, damit wir das System uns mal ein bisschen genauer angucken können. Ich hatte auch in der ersten Folge noch was vergessen zu zeigen. Das gucken wir uns jetzt auf jeden Fall nochmal genauer an. Hier ist einmal eine Spur. Das ist das Weibchen. Und dann dürfte das vielleicht sogar das Männchen sein. Hier ist das Weibchen. Das müssen wir mal schauen. Der Call von dem Männchen kam auf jeden Fall ein Stück höher. Meist sind die ja immer zusammen unterwegs. Oh, 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 oh. Bloß nicht zu schnell jetzt hier. Hier ist nochmal das Weibchen. Ah, die Richtung zeigt jetzt in die andere Richtung. Aber ich habe auf jeden Fall da oben den Call gehabt. Hier ist noch eine Futterstelle. Ah ne, hier ist noch eine Spur, genau. Die hat er uns ja jetzt gerade gegeben. Müssen wir bloß mal schauen, wo die jetzt hin sind. Ich glaube, die sind hier nämlich links hoch. Muss gucken, wo das Männchen jetzt ist. Hier ist noch eine Stelle, so eine Spur. Ich auch gleich nochmal gucken. Die andere Spur weist jetzt nämlich in die andere Richtung. Entweder sind sie jetzt von hier gekommen. Müssen wir gleich mal die Spur jetzt hier gleich sagt. Oh, mal gucken. Na, die zeigt doch in die andere Richtung, ja. Dann sind die in diese Richtung gegangen. Dann sind die hier rechts an uns vorbei. Ich würde uns gleich wieder zusammenschneiden. Sobald wir wieder eine frische Spur haben oder einen Call haben. Und dann bis gleich. Müssen wir mal schauen, jetzt haben wir hier mehrere Tiere. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt kommen sie hier alle. Hier ist noch eine Elchkuh. Oh, die ist direkt gleich vor mir. Da hinten ist das Schwarzwedelhirsch. Und da ist noch ein Schwarzwedelhirsch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mir gerade gar nicht mehr klar. Alles voll hier. Da ist das Schwarz, da sind mehrere Schwarzwedelhirsche. Oh, hier vor uns ist auch nochmal direkt eine. Ich hoffe, wir haben ihn jetzt gut erwischt. Oh Gott, da haben wir die ganze Herde. Uiuiuiui. Na, mal gucken, was wir jetzt erwischt haben. Da vorne liegt er auch schon. So, dann gucken wir uns nochmal mit dem True Rex System das an. Tödlicher Treffer.
Also die Waffe, auf jeden Fall die 243, da sollten wir jetzt auch den Ethikbonus komplett drauf haben. So, dann schauen wir mal, was wir da jetzt gelegt haben. Ich guck mal, ob ich jetzt hier so einen Trophy Shot machen kann. Ja. P war das mit der Kamera, genau. Aber normalerweise kann man doch auch einen Trophy Shot machen, muss ich nochmal schauen. So, Trophäe bestätigen. Warte mal, E halten. Okay, dann gucken wir jetzt mal. That should do it. Hope Oh, you wir sogar have eine enough to make Goldwertung. it through the season, as Sogar long as eine we have no more Goldwertung. incidents. Thanks a lot. So. Jetzt muss ich bloß mal. Genau, so, das wollte ich nochmal zeigen. So, und jetzt können wir hier nämlich den True Score. Jetzt haben wir hier auch Ethikbonus. Also die 243 ist die richtige Waffe für den Schwarz- und Weißwedelhirsch. Nimmt nicht die 270, wenn ihr auf die Tiere schießt. So, Schwierigkeit 3, sehr leicht. Geweihstange. So, dann gucken wir uns mal den True Score an. Jetzt sehen wir ja hier das Geweih. Und jetzt kann man hier nämlich genau gucken. Die Hauptastlängenpunktezahl rechnet sich durch das Addieren der Länge beider Äste. Links 23,16, rechts 23,14. Also die können auch unterschiedlich sein, ne? So, dann die Länge der Enten. Die Entenlängenpunktezahl errechnet sich durch das Addieren der Länge aller Enten an jedem Geweih. Hier sind sie auch unterschiedlich. Links 23,63, rechts 23,72. Spannweite von Spitze zu Spitze wird zwischen den Spitzen der Hauptäste gemessen. Gesamte Spannweite, größte Spannweite am breitesten Teil des Geweihs. Anzahl Enten an jedem Geweih. Oh, hier kommt schon das nächste Tier. Da kommt schon das nächste Tier. Die Gesamtpunktzahl des Umfangs des Hauptasses zwischen der Wurzel und den ersten beider Geweihen. So, dann machen wir hier nochmal einen Screenshot. Gut, dann soll es das erstmal hier. Ich guck mal gerade, was das Tier hier jetzt gerade macht. Wir stopfen das mal aus, obwohl das Geweih ist noch nicht so der Hammer, ne? Da warten wir mal lieber noch auf ein anderes Geweih. Jetzt haben wir hier das nächste Tier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier links ist ein Weibchen. Boah. Oh, jetzt hauen sie ab. Jetzt hauen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Was ist hier los? Gibt's ja wohl nicht. Oh, hat er mich nochmal erwischt. Das war jetzt das Weibchen. Das können wir auch gleich nochmal mitnehmen. Müssen uns gleich nochmal ein Ärzte-Kit besorgen hier. So, den können wir auch gleich nochmal bestätigen hier. Das ist jetzt wie gesagt ein Weibchen. So, den nehmen wir auch an. So, also hier ist auf jeden Fall eine gute Stelle gerade. Die Hütte ist ja hier links und ich bin jetzt hier so ein bisschen durch den Wald zum See. Gut, das soll es erstmal gewesen sein. Nochmal ein bisschen direktere Info zu dem True Score, was ich jetzt in der ersten Folge vergessen hatte. Jetzt haben wir auch gleich nochmal einen goldenen Schwarzwedelhirsch geschossen. Das freut mich auf jeden Fall. Ich gucke gerade mal, ob ich hier noch irgendwas abgeben kann. Hier ist aber nichts weiter. So, wir haben ja auch die Quest erledigt. Jetzt kommt, glaube ich, gleich die nächste Quest. Gut, dann erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Thank you.